Es gibt hier keinen Weg raus. Und der einzige Sim, der hier hin kann, ist Ruby als Fledermaus. Das ist der 20. Part meiner Okkult Baby Challenge und heute gehen wir mit Ruby das erste Mal zur Highschool. Im letzten Part ist Ruby nämlich zur Teenagerin geworden und ihre vampirischen Kräfte haben sich entwickelt. Und außerdem wurden die Zwillinge zu Säuglingen. Hier haben wir Nila und hier haben wir Gemma, die einfach am Boden schläft. Wir haben Mittwoch kurz nach 3 Uhr morgens und Livia bringt ihre Töchter gerade ins Bett, obwohl Nila stinkt. Aber sie ist eingeschlafen. Und dann wird Livia gleich mal hier die Windel wegzaubern. Wir können sie nur in Brand stecken. Das wäre jetzt natürlich kontraproduktiv. Livia wird sie ganz einfach wegwerfen. Das ist im letzten Part nämlich auch noch passiert. Unsere Livia wurde zur Hexe. Und da sie mit ihren magischen Kräften die Vampire besiegen möchte, müssen wir natürlich auch daran arbeiten. Und während Ruby darauf wartet, dass ihr erster Schultag an der Highschool beginnt, ist sie gerade dabei, Schreiben zu üben. Das hat sie nämlich im letzten Part für sich entdeckt. Ruby hat nun auch 4 Punkte verfügbar für ihre vampirischen Kräfte und da können wir uns gleich mal für eines entscheiden. Ruby hatte ja schon immer Probleme damit, Freunde zu finden oder überhaupt Leute, die sich mit ihr abgeben wollen. Und deshalb würde ich ihr gerne Persönlichkeit entblößen geben. Ich denke nämlich, für sie sieht das wie die einzige Möglichkeit aus, damit sie nicht mehr einsam ist. Und außerdem würde ich ihr noch gern stets willkommen geben. Ruby hat im letzten Part ja einfach so eine fremde Frau angefallen und deshalb könnte ich mir denken, möglicherweise ist sie doch eher auf der dunklen Seite unterwegs. Aber falls ihr natürlich andere Ideen für ihre Storyline habt, schreibt sie mir gern in die Kommentare. Akira kann jetzt gleich auch mal aufstehen, immerhin muss sie sich um ihr Pferd kümmern. Wobei der kleinen Neoma geht es eigentlich ziemlich gut, sie muss nur mal gefüttert werden, dann kann sie mal ihren Hals massieren, ihr einen Witz erzählen und dann nochmal umarmen. Ich kann es kaum erwarten, dass unser Fohlen endlich erwachsen wird. Und dann kann Akira endlich wirklich reiten lernen. Und schon ist es soweit. Einer deiner Sims muss zum Unterricht. Möchtest du ihn begleiten oder soll er allein hingehen? Und wir werden Ruby natürlich begleiten. Immerhin müssen wir diesmal sicherstellen, dass sie wirklich Freunde findet. Und hier sind wir. Ruby, du musst mal ganz schnell ins Innere des Gebäudes gehen. Ansonsten gehst du nämlich in Flammen auf. Die Schule ist übrigens die gleiche, die wir auch schon bei der 100 Baby Challenge hatten. Falls wir die ändern sollen, gebt mir gerne Bescheid. Als erstes muss Ruby vom Direktor mehr über die neue Schule erfahren und immerhin hat sie als Vorsatz, besser in der Schule werden. Deshalb werden wir das jetzt einfach gleich mal umsetzen, wenn ich den Direktor finden würde. Direktorin Anaya Kumar. Dann werden wir uns gleich mal freundlich bei ihr vorstellen. Die hat echt einen wilden Style für eine Direktorin. Und dann werden wir gleich einmal mehr über die neue Schule erfahren. Willkommen an der Copperdale High School Ruby Victoria Potter. Ich hoffe, dass du dich problemlos eingewöhnen wirst. Es gibt 2 Unterrichtsperioden, eine am Vormittag und eine am Nachmittag. Die übrige Zeit können unsere Schüler mit ihren Mitschülern verbringen und in ihrem eigenen Tempo lernen. Du bist in Klasse 1, also geh am besten zu deinem Lehrer und sag Hallo. Denk daran, dass am Freitag Prüfungen sind, du kannst einen Computer aufsuchen, um für die Prüfungen zu lernen oder hol einfach deine Notizen heraus und bereite dich auf diese Weise vor. Die Fakultät bietet mittwochs außerdem Lernsitzungen nach dem Unterricht an. Und wie man das als neue Schülerin so macht, werden wir jetzt gleich mal unseren Lehrer aufsuchen. Hausmeister, Schülerin, haben wir keine Lehrer? Und warum rennt die mit dieser seltsamen Tasche voller Geld herum? Das ist schon ein bisschen sus. Und die hat einfach auch so eine. Und Christina Delgado ist in unserer Klasse. Das habe ich gehofft. Die habe ich nämlich tatsächlich umgestylt, dass sie besser zu unserem Let's Play passt. Und in der nächsten Pause wird Ruby sie natürlich gleich mal kennenlernen. Wir werden uns jetzt einfach gleich mal freundlich bei unserer Lehrerin vorstellen. Das macht man immerhin so am ersten Schultag. Und dann stellen wir uns bei Hannah vor. Ich stelle mir das nämlich so vor, dass Ruby sie sieht und sich einfach denkt, oh mein Gott, das ist der coolste Sim, den ich jemals gesehen habe. Deshalb wird sie erst versuchen, ihre Persönlichkeit zu entblößen. Ruby hat alles gelernt, was es über Christina zu wissen gibt. Sie ist ein Snob und sie ist abenteuerlustig. Und mit diesem Wissen werden wir gleich hingehen und uns einmal freundlich bei ihr vorstellen. Ruby fühlt sich übrigens noch immer die ganze Zeit angespannt, weil sie einen seltsamen Durst hat.
Immerhin sind ihre vampirischen Kräfte noch dabei, sich zu entfalten. Und so ganz kann sie damit nicht umgehen. Dann werden wir einfach gleich mal versuchen, sie kennenzulernen. Werden einmal über unser unfaires Leben jammern. Dann einmal vorgeben, tough zu sein. Und dann mit Rumschmusen angeben. Ruby ist immerhin sozial unbeholfen und hat keine Ahnung, was sie machen soll. Und deshalb verstehen die beiden sich auch nicht so gut. Was Ruby aber tatsächlich nicht davon abhält, sich mit Christina anfreunden zu wollen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das nicht gut ausgehen wird. Wer weiß, möglicherweise mutiert Ruby ja noch zur Stalkerin. In den letzten Tagen habe ich viel an mir gearbeitet. Gemeinsam mit Maki und vielen anderen mächtigen Hexen und Zauberern habe ich meine Magie gestärkt. Sie meinen, ich lerne schnell. Aber ist es wirklich schnell genug? Außerdem mache ich mir Sorgen um Ruby. Bis vor wenigen Tagen ist sie jede Nacht verschwunden. Und jetzt ist sie zwar meistens zu Hause, aber ich habe das Gefühl, sie verbirgt etwas. Nun haben wir 3 Tage später. Noch ist es mitten in der Nacht, deshalb kann Ruby hier draußen liegen und im Mondlicht baden. Aber bald geht die Sonne auf und wir haben etwas zu feiern. Heute ist einerseits das Frühlingsfest, das bedeutet, der Blumenhase kommt, wir werden etwas backen, Ostereier suchen, dekorieren und es gibt natürlich auch ein Festtagsessen. Und außerdem gibt es heute wieder Geburtstage. Und zwar werden die kleine Nila und die kleine Gemma heute schon zu Kleinkindern. Und nicht nur Livia hat in der Zwischenzeit ihre magischen Kräfte gestärkt, auch Livia hat an ihren Vampirfähigkeiten gearbeitet und ist in der Zwischenzeit eine Obervampirin. Außerdem hat sie sich mit Christina angefreundet und die beiden sind mittlerweile gute Freunde. Das klingt jetzt ja erstmal ganz nett, aber ich muss euch etwas zeigen. Es war ein Glitch vom Spiel und ich habe mich einfach dazu entschieden, es in die Story einzubauen. Wie ihr seht, befindet sich jemand in unserem Silo, Christina Delgato. Sie stinkt unglaublich, sie hat vorher auch schon am Boden geschlafen. Aber das Problem ist, es gibt hier keinen Weg raus. Und der einzige Sim, der hier hin kann, ist Ruby als Fledermaus. Oh wow, dieser Sim ist absolut unwiderstehlich. Ruby ist total verknallt in Christina. Die arme Christina lebt jetzt hier und traut sich anscheinend auch nichts gegen Ruby zu sagen. Und Ruby ist eben Ruby und wird ihr jetzt einfach mal ein paar fesselnde Geschichten erzählen. Vermutlich versteht sie gar nicht, dass sie irgendwas falsch macht. Sie denkt sich, Christina ist meine Freundin und die lebt jetzt hier bei mir und damit muss sie glücklich sein. Ich hoffe, dass euch das gefällt, dass ich das jetzt mit in unser Let's Play aufgenommen habe. Ruby ist jetzt natürlich wirklich eindeutig auf der bösen Seite und ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich bin schon sehr gespannt auf eure Ideen. Aber da die Sonne nun aufgeht, wird sich Livia wieder in ihr Reich zurückziehen und später muss sie Christina auf jeden Fall noch etwas zu essen bringen, denn das Milchbrot ist leider verdorben. Und hier im Haus sind Livia und die Kleinen auch schon wach. Sie kann gleich mal Gemmas Windeln wechseln. Und dann schauen wir mal zu unserem anderen Baby. Nila, was ist denn los? Die liegt hier am Boden und ist traurig, einfach weil sie traurig ist. Dann wird sie sie einmal küssen und einmal Kuckuck spielen. Und dann bereiten wir uns aber gleich für unser Festmahl vor. Und während sonst niemand in der Küche ist, wird Ruby aus dem Kühlschrank schnell die Schokotorte klauen und wird damit in der Hand zu Christina fliegen, damit diese etwas zu essen hat. Ich hoffe, dass sie was davon nimmt, weil wenn sie verhungern würde, wäre das wirklich blöd. Und dann fliegt Ruby zurück in ihr Reich und kann hier noch ein wenig Schreiben üben. Irgendwie ist das das Einzige, was sie den ganzen Tag macht. Raus kann sie ja leider nicht, weil da ist die Sonne. Olivia wird jetzt gleich mal alle zum Festmahl rufen. Und sobald sie das Frühstück gemeinsam gegessen haben, werden Nila und Gemma gleich mal Geburtstag feiern. Olivia wird jetzt einfach gleich mal die Gesellschaft ihrer Tochter genießen. Und dann wird sie mit Ivo Frühlingsstimmung teilen. Tatsächlich sitzen sie nur zu dritt hier, denn Ruby hat sich dazu entschieden, nicht an dem Festessen teilzunehmen. Aber ich glaube, das überrascht wirklich niemanden.
Einerseits isst sie kein menschliches Essen und andererseits hat sie ja nicht so den guten Draht zu ihrer Familie. Der Blumenhase ist einfach gekommen. Sie wird mit ihm jetzt gleich mal über Spielzeug reden und einfach andeuten, dass sie wirklich gerne eines hätte. Dann wird sie ihm den Tag verschönern. Und können wir ihn irgendwo fragen, ob er uns etwas schenkt? Wir können ihn fragen, ob er Kinder hat. Dann werden wir einfach mal die Frühlingsfestaufregung teilen. Oh, stimmt, der Blumenhase, der schenkt einem ja nur Pflanzen. Ja, mit denen kann ich tatsächlich relativ wenig anfangen. Und ich glaube, Akira noch weniger. Aber gut, dann haben jetzt eben unsere Kleinen Geburtstag. Zuerst unsere Nila. Alles Gute zum Geburtstag, Nila. Und Ivo hat sich irgendwie gerade in die Hosen gemacht. Wunderschön. Und Nila ist älter geworden. Sie wird ja unser Schneewittchen. Deshalb machen wir sie engelsgleich. Liebe, umgängliche Kleinkinder, sie sind nie trotzig und bekommen keine Tobsuchtsanfälle. Sie reden auch mit Fremden. Oh mein Gott, wie süß ist Nila denn? Das ist ja schon voll die Schneewittchenfrisur. Vor allem mit diesen blauen Spangen im Haar. Und dann wird auch noch unsere Gemma älter. Und jetzt alles Gute zum Geburtstag, Gemma. Sie war ein vorsichtiger Säugling und jetzt hätte ich gesagt, wir machen sie zu einem heiklen Kleinkind. Kleine Unruhestifter, die oft weinen, Ärger machen und Wutanfälle bekommen. Aufmerksamkeit macht sie glücklich und hilft ihnen, negative Stimmungen zu überwinden. Und hier ist Nila Snow. Das ist ihr Alltagsoutfit. Hier haben wir die Abendkleidung, Schlafkleidung, Partykleidung, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter Outfit. Da sie eben unser Schneewittchen ist, habe ich hauptsächlich mit Gelb und Blau gearbeitet. Und ansonsten hat sie auch einen sehr mädchenhaften, niedlichen Stil. Also ich glaube, so viele Kleider hatte bei mir noch nie ein Kleinkind an. Und hier ist Gemma. Bei ihr habe ich versucht, sehr viel mit Violett und Schwarz zu arbeiten, da das eben die Farben der bösen Königin sind. Aber sie sieht natürlich noch immer absolut niedlich aus. Also ich glaube, dass sie wirklich böse ist, wird man erst im Teenageralter sehen. Und außerdem wurde ich unter dem letzten Part darauf hingewiesen, dass ich bei Rubys Partykleidung die Nägel vergessen habe. Das habe ich auch noch schnell ausgebessert. Dankeschön! Die zwei Kleinen müssen sich vorübergehend ein Zimmer mit ihrer großen Schwester Akira teilen. Falls jemand von euch eine Idee hat, wie ich das Haus umbauen könnte, dass auch die beiden ein Zimmer für sich haben, schreibt es mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Ruby sucht gerade im Internet noch ein wenig nach Informationen über Vampire und ihre Gedanken sind natürlich nur bei Christina. Bin wirklich schon gespannt, wie das mit ihr weitergeht. Und da Feiertage Livia immer an Sora erinnern, ist sie gerade wieder mal am Trauern. Sie fühlt sich sehr traurig und natürlich kommt auch wieder das Bedürfnis hoch, sich an den Vampiren zu rächen. Und keine Sorge, das wird sehr bald passieren und davor werden wir noch jedem aus der Familie einen Besuch abstatten und uns gebührend verabschieden.